Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber nun ja, so ist es jetzt nur noch. Kann man nichts daran ändern. Schauen wir mal. Coleman. Alkoholvertrag. Hundevertrag. Na, vielleicht können wir das mit dem Wölfen ja mal machen. Aber eigentlich würde ich viel lieber hier das hier machen. Und lässt der Typ auch nur tagsüber da in der Taverne. Dann machen wir das jetzt mal so. Wir gehen hier vorne an das Lagerfeuer. Und chillen bis zum nächsten Mittag. Wie bitte? Chillen einfach ein bisschen. Und machen das mal Mittag oder Nachmittag ist. Und dann gucken wir nochmal in die Gastwirtschaft da rein. Bis zum Mittag meditieren und activated. Tiberium was activated. Wollen wir nochmal gucken. Steh auf, Geralt, steh auf. Guten Morgen. Hallo Welt. Juhu. Das ist noch tagsüber da oder so. Im Gasthaus hier. Oder ich habe noch nicht das gemacht, was ich machen muss, damit das aktiviert ist. Man weiß es nicht. Da hinten ist ein Spieler. Ah, jetzt sitzen hier Menschen. Hallo Menschen. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Soltan, das ist der Zwergenspieler. Wie geht's, wie steht's, Geralt? Oh, die Bürger sind alle nur. Gehen wir mal hinten zu dem Spieler. Ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Mal so, mal so. Ich schlage ein ehrliches Spiel vor. Gelogen. Ich glaube euch. Ich sehe auf den ersten Blick, dass ihr weit gereist seid. Es ist wahrlich eine Ehre, mit einem Mann wie euch zu spielen. Ich bin ein Hexer. Habt ihr keine Angst, ich könnte die Würfel verzaubern? Ich verliere lieber ein Spiel gegen einen Mann von Welt, als gegen ein Landei zu gewinnen. Diese Bauern hier spielen doch nur um Kohlköpfe. Ein Jägersmann frequentierte einst dieses Etablissement. Aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ihr werdet ihn wohl niemals wiedersehen. Er hatte gern hohe Einsätze, aber leider kein Glück beim Würfeln. In der Liebe hatte er auch kein Glück. Wenn ihr das sagt. So, jetzt geht's auch rund hier. Wir machen mal hier oben das mit dem Silberschwert. Vielleicht bringt das unsere Quest an. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen. Von einem... Vom Gärtner! Gärtner. Lol. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Dann machen wir das doch direkt. Wir können uns gar nicht aufhalten. Gehen wir direkt zum Krankenhaus. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wie viele Leute müssen wir denn befragen, ey? Ich muss wissen, wo die Klinge her ist. Wo hat der Gärtner sie her? Hat er sie beim Spiel gewonnen oder hat er sie irgendwo im Hehler abgekauft? Das ist jetzt die Frage. Bin ich mal gespannt. Dann hauen wir am besten direkt hier rüber und dahin. Haha. Das ist gar nicht fragen, ey. Einfach BAMS. Man sollte meinen, ich kenne den Weg zum Krankenhaus, aber ich kenne ihn wieder nicht. Ist bestimmt gleich wieder auf die Karte kommen. Oh, ich habe Schmerzen. Ich muss mir sparen. Spar doch, mach doch. Was ist das denn? So, wo ist jetzt hier ein Gärtner? Ha! Da sitzt er gerade. Oh, das ist am Hämmern. Machen wir einen Speicherpoint.
bin ich mal gespannt, ob der was weiß. Da bin ich ja mal gespannt, ob der Typ was weiß, was uns weiterhelfen könnte. Hallo, guten Tag, Herr Gärtner. Ich hätte da gerne mal eine Auskunft. Der Garten des Krankenhauses bedarf der Pflege. Ihr scheint Gefallen an eurer Arbeit zu haben. Gefallen? Ich liebe Pflanzen und kenne sie gut. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit Blutvergießen verdient. Das ist meine Chance, Frieden und Ruhe zu finden. Blutvergießen? Ich bin nicht stolz darauf, aber einst hatte ich mich als Söldner verdient. Auch das liegt alles längst hinter mir. Hier bin ich zufrieden. Boah, da hat er viele Sachen. Sind wahrscheinlich nicht mehr... Ich bin wegen der Anzeige hier. Wir machen mal, fangen wir oben an. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren. Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Ihr spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei Brenna eine Schlacht statt. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert also in der Schlacht erobert? Ja, es gehörte dem Hexer Cohen. Ein Prachtkerl von einer seltenen Art. Allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er, im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren? Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich hier einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Cohen ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke. Viel Glück auf euren Moment, Leben. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Echinopse für mich töten? Gewiss doch. Bringt mir ihre Dornen als Beweis. Doch. Hey, Kollege, bleib mal stehen. Seht nur, wie sie wachsen. Na, lassen wir mal so. Ist in Ordnung. Adieu. So, die... Jetzt muss ich auf einmal mit Shani über das Schwert sprechen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ist sie immer noch im Krankenhaus? Nein. Die ist in ihrem eigenen Haus. Nein. Geht mal hier aus dem Weg, Stadtwache. Das tötet euch. Wenn ihr keine Kaiserlichen mehr seid, kann ich euch auch zerpflücken. Wo wohnt denn die gute Shani? Salben, Kräuter, Shani, mein Engel. Wieso hat's mich nur so behandelt? Wo wohnst du? Wieso sollte sie denn jetzt auf einmal so über die Klinge wissen? Das wird mich mal interessieren jetzt. Was weiß das Mädel denn über die Klinge? Spannend. Langsam muss ich die Quest ja auflösen. Alt, grau und trotzdem ein Schürzenjäger. Ihr solltet euch was schämen. So ist es nicht. Charme bringt euch auch nicht weiter. Das Mädchen ist beschäftigt. Dann sagt ihr bitte... Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so ein Ungeheuer großgezogen hat. Aber... was geht denn jetzt ab? Ladebildschirm? Angst? Hä? Verarschen oder was? Lass mich da rein, Alter. Jetzt kommt der Geist ja schon wieder an. Willkommen, Süßer. Trink deine Tasse und leiste deiner alten Frau Gesellschaft.
Angst? Was? Bin ich gar nicht. Ihr seid ja betrunken! Genau. Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. Okay, ich bin noch nicht zu blöd für dieses Spiel. Ich muss zu Shani. Hallo? Nächster Anlauf. Was? Ihr seid ja betrunken! Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. WTF, was soll ich jetzt machen? Ich muss da rennen. OMG. Aber... Informationen und Belohnungen gewinnen. Links liegt während eines Gesprächs auftreten, um ein Geschenk auszuwählen. Tipp, allerdings haben Charaktere auf starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihr Lieblingsgetränk. Trinkt euer Gegner unter den Tisch, doch achtet darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Dann habe ich wahrscheinlich schon gelost. Ich habe ja gar nicht so viel Bier. Ich habe noch ein Glas, was soll ich jetzt machen? Okay, da muss ich schon mal jetzt mal warten, bis der nicht mehr besoffen ist, der Gerard. Aber ja, will ich ja wissen, was die gute alte Frau da trinken will. Fail. Tja, dann ist unsere Mission jetzt mal wieder in Stocken geladen. Dann würde ich doch sagen... Machen wir hier das mal. Ich muss drei Stöcke für den Gärtner sammeln. Quest auf Karte verfolgen. Krankenhausgarten. Machen wir das doch mal in der Zeit. Ich habe jetzt echt gar keinen Plan, was die gute alte Frau hier von mir will. Das ist echt gerade ein bisschen fail. Oder ich habe gefailt, ich weiß ja nicht. Ja, verflucht seien sie alle. Deine Mama ist verflucht. Die hier sammeln oder was? Jetzt kann er mir die Dinge aussuchen, die der Gärtner haben will. Soll die hier drinnen sein, oder? Sackgasse. Geralt, hilf mir. Sind das diese Teile? Aber... Was zum... Schmeißen die hier die Leichen hin, oder wie? Ich bin verwirrt. Diese Teile, die ich sammeln soll.